Jo. Da hinten ist zum Beispiel so eine Tür ganz oben. Von dort aus könnte ich denn auf das? Mal schauen, ob ich nicht irgendwas Schönes noch finde. Auf jeden Fall erstmal auf die andere Seite vom Fluss, weil sonst wird das so oder so nichts. Ja, vielleicht kann ich ja irgendwie durch ein Fenster so krabbeln, das, wenn ich in so einem Haus bin. Das wäre auch nicht schlecht. Hier muss ich also irgendwie hochkommen. Ach, guck mal, da ist doch schon eine Leiter. Hervorragend. Einfach nur hervorragend. Oh, verdammt. Ich ahne, wie das ist hier nicht gerade. Verdammt. Ich gehe mal in das Haus hier rein. Haus betreten. War hier nicht die Magiertante? Nee. Nette Menschen sind hier immer willkommen. Ich bin nett. Wie? Das glaubst du gar nicht, wie nett ich bin. Ich bin die Nettigkeit in Person. Aber du hast keine verdammte Tür. Was? In Rapso? Ich kann wirklich durch ein Fenster krabbeln. Sehr cool. Mal sehen, wo ich jetzt rauskomme. Oh, vielleicht liege ich auch völlig falsch und ich könnte irgendwie unterirdisch in die komische Kathedrale rein. Erstmal gucken, ob ich nicht irgendwo auf den Dächern hier noch irgendwas Schönes finde. Die komische Frau meint ja über Umwegen. Das heißt wahrscheinlich nicht, dass ich durch die Hauptpflanze. Dass ich durch die Haupttür durchkomme. Also selbst wenn es hier oben auf den Dächern nichts Besonderes Questrelevantes gibt, so gibt es hier zumindest relativ viel Loot. So Zeug, was ich verkaufen kann. Was ja gerade im Hinblick auf sehr, sehr, sehr teure Lebens. So, was ist mit dir passiert? Balthasar? Oh. Oh. Der hat so Risse. Hallo Steinwesen. Das guckt irgendwie böse, das Vieh. Na, versucht er ja noch Mund-zu-Mund-Beatmung oder was ist da los? Oh, ich ahne, dass ich gegen Steinviecher einen Hammer brauchen werde. Ui. Oha. Oha. Hui. Ich hoffe, der ist nicht. Alle anderen. Oh, der macht nicht halb so viel Schaden wie die Krebse. Er hätte nicht die Schriftrolle eines Nekromanten stehlen dürfen. Hä? Das hast du davon, wenn du dich mit den Toten befasst. Hm? Fox, was tust du hier? Der hat ich habe noch nicht aufgepasst. Was? Ja, zurechtweisen, ja, Junge. Pass nicht weiter auf mich auf. Wie du wünschst. Denk in Zukunft an dies. Diejenigen, die mit den Toten im Bunde sind, verfügen über die Fähigkeit, diejenigen zu erwecken, die tot sind. Halte dich von diesen Statuen fern, solange du kannst. Es wird eine Zeit kommen, wenn deine Verbindung mit den Toten so stark ist, dass du sie selbst ins Leben bringen kannst. Woher willst du das wissen? Ich bin mir dessen sicher. Ich kann einige Dinge sehen. Nun muss ich dich verlassen. Oh, tschüss. Übrigens, die Schriftrolle, die du gefunden hast, ist gefährlich. Welche du genau? Solltest sie sofort zum Netz der Maske zurückbringen. Ich habe eine Schriftrolle gefunden. Interessant. So, kann ich jetzt hier irgendwie ein Herz rausklauben? Leider nicht. Dann machen wir hier mal kurz den Vogel an. Also ich glaube, die wollen mir irgendwas sagen. Vielleicht, dass ich hier rübergehen soll und dann nach rechts. Auf jeden Fall muss ich erstmal Leben saugen. Zwei. Grrr, das hat nicht mal voll geheilt. Ach, die anderen habe ich ja vorhin schon tot gemacht. Von unten. Ich erinnere mich, da war was. Hm, komm ich rüber? Ich komme hier rüber. Wie schön. Hallo? Banditenwächter. Pass auf den Dächern auf, wo du hintrittst. Sonst fällst du tief. Der ist aber freundlich. Ein guter Ratschlag. Ach, hier. Hüte auf den Dächern deine Zunge, sonst verlierst du sie. Genau. Geh rein. Kyla wartet schon auf dich. Oh. Aber ich finde diese Banditen auf jeden Fall total nett. Hallo, Kyla. Ah,
ein Besucher. Auf jeden Fall. Verzeih meine Manieren, ich habe gar nicht aufgeräumt. Och Mann. Und Kekse sind auch keine mehr. Was? Da. Manchmal will man seine Dienstmagd wirklich umbringen. Ach, hätte ich es doch beim Gedanken belassen. Ha, wie auch immer. Dieses dreckige Loch ist mein Zufluchtsort. Zumindest für den Moment. Die Söldner haben den Arsenalbezirk zugesperrt, weil dort sowieso nur die Banditen regieren. Aha. Katze, meine Anführerin, wartet dort auf mich. Oh, eine weibliche Anführerin, wie nett. Also muss ich diese verfluchten Mistkerle loswerden. Und zwar schnell. Und du? Ja, beim Banditen möchte man ja auch nicht alles verraten. Mein Name tut nichts zur Sache, aber ich muss an Bord dieser Galeere gelangen. Oh ja. Ja. An Bord der Klaue? Um was zu tun? Stehl mir nicht meine Zeit. Versenken. Andererseits, lass dich mal ansehen. Sieht noch nicht so aus, als könnte ich etwas mit dir anfangen. Was? Du solltest dich erstmal beweisen. Entweder du erwirbst dir einen Ruf unter den Bürgern der Stadt, oder wenn du eher die Kämpfernatur bist, sammle Erfahrung und hilf mir bei einem besonderen Auftrag. Besonders. Nachfrage zum Ruf erwerben? Na, ich kann mich doch hochkaufen. Mindestens Stufe 15? Naja, machen wir mal einen Kampfauftrag, weil ich bin ja auf Stufe 16. Ich soll für dich kämpfen? Nun ja, ein besonderer Freund von mir wird unten in den Katakomben, oh, da muss ich sowieso als hin. Geisel gehalten. Ich würde auch gucken, ob ich unten reinkomme in die Kathedrale. Von einer Wache. Du musst ihm zur Flucht verhelfen, wobei du an der Wache vorbei musst. Ach, da war ich doch schon. Aber du solltest ein sehr starker und sehr erfahrener Krieger sein, wenn du dich mit diesem Kleiderschrank einlässt. Ich kann ihn doch einfach totzaubern, kein Problem. Ich komme wieder, wenn ich bereit bin. Was können wir... Hä? Ich bin noch Stufe... Hä? Die Geheim sieht noch... Du solltest dich... Oder... Erzähle ja. mir... Nun ja, du musst... Achso, hab ich nicht angenommen. Soll... Wie kann ich diesen... Rede mit... Vielleicht... Oder... Ich komme wieder... Also bei der Wache war ich schon. Ich bin Stufe 16, also... Sollte das alles nicht so der Akt sein. Naja, was soll's. Stats wollte ich da erhöhen. Und zwar, ich brauche dringend mehr Weisheit, weil ich bin so dumm. Beziehungsweise nicht unbedingt dumm, aber ich weiß nichts. Und ohne Weisheit wird das mit Leben nichts mehr. So, aber das war jetzt übrigens, glaube ich, auch die letzte Adresse, die ich hier oben irgendwie mit den Dächern ansteuern konnte. Weil die Kathedrale ist da drüben und die hat einfach mal keine direkte Verbindung zu den Gebäuden hier. Das heißt, meine Lösung muss ich wohl doch im Untergrund suchen. Weil mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Wenn ich frontal nicht reinkomme, wenn ich von vorne nicht reinkomme, von oben, dann bleibt ja eigentlich nur die Variante... Steindämonen durchsuchen. Ach, ein fahles Herz. Wie schön. Da hinten sind noch mehr von der Sorte. Dann bleibt ja eigentlich nur die Möglichkeit, sich da reinzugraben. Logischerweise. Hier komme ich doch her, oder? War das hier mit dem Fenster? Ich langweile mich zu Tode. Es wird Zeit, dass meine Klinge frisches Blut schmeckt. Ach, da hinten hinter der Ecke. Wo ist eigentlich Balthasar? Er hätte schon vor einer Stunde zurück sein müssen. Ich habe ihm schon die ganze Zeit gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, Totenbeschwörer zu bestehlen. Sie sind mit verfluchten Kreaturen im Bunde. Keine gute Idee, denen etwas zu klauen, wie viel es auch auf dem Schwarzmarkt einbringt. Oh, oh. Feigling. Balthasar wird jeden Augenblick zurück sein und seine Taschen werden voll sein mit Schätzen. Fast. Hallo! Ach, ihr seid sowieso nicht Banditen? Okay, dann habt ihr schon verloren. Damn! Das ist Meisterbanditen gewesen, den hätten die eventuell eine Chance gehabt. Mir gerade einfällt, habe ich die Leiche eigentlich richtig untersucht? Ich meine, ich habe mich da vorhin zwar so stundenlang niedergebeugt, während lustige Dämonen Zeit hatten zu erwachen. Komme ich hier nicht wieder hoch? Ah! Kurz vorbei, weil ich habe mich da zwar so runtergebeugt, aber ich habe den eigentlich nicht nochmal angeklickt. Vielleicht hat er ja noch ein Schwert oder so dabei. Weiter so? Hallo? Und der liegt hier noch. Normalerweise despawnt hier alles, aber ich schätze mal, da er besonders war. Ja, der Löwe ist jetzt auch weg. Ja gut. Na gut, bei den Kollegen gibt es dann also nichts mehr zu holen. Die Schrift... Moment, was kann die Schrift gerade überhaupt? Vielleicht behalte ich die auch einfach. Ich bin ja... Totenbeschwörerschrift, oder? Der Inhalt kann nicht gelesen werden. Warum denn nicht? Ein mysteriöses Stück Marmor. Mysteriös. Na gut.
Dann muss ich jetzt irgendwie mal in die Katakomben, wo ich ja quasi schon mal war. Nein. Und da mit diesem komischen Kleiderschrankwächter sprechen. Wie er ja bezeichnet wurde. Vielleicht hat er ja was zu bieten. Hier ist es aber hell. Also hier bin ich auf jeden Fall nicht reingegangen. Das klingt ja auch... Wow, bin ich denn hier gelandet? Hallo? Hey, du da. Komm mal einen Augenblick her. Du bist eine Angehörige einer unserer ehrenwerten Gemeinschaften. Kann das sein. Das zeigt, dass ich dir vertrauen kann. Nimm diesen Brief und bring ihn in die Taverne im Arsenalbezirk. Dort findest du eine blonde Dame. Gib ihr den Brief. Nun geh. Ich mag das ja nicht, wenn mir Quest auf... Ach, der Hauptmann! Urlaub. Ein entspannter Abend in der Taverne. Ist das nicht wunderbar? Ja. Wer bist du denn? Und du bist... Ich bin General Rook, Oberbefehlshaber der Wachmänner des inneren Bezirks. Doch und wurden wir gerade alle unsere Aufgaben enthoben, weil sich der Doge wohl lieber mit diesen netten persischen Söldnern umgibt. Wir haben den strikten Befehl, uns nicht in ihre Arbeit einzumischen. Großartig, nicht wahr? Ach, verflucht. Ich brauche mehr zu trinken. Prügelnde, saufende Polizisten, wie immer. Belohnung für Banditen, ja. Ich habe mich um die Banditen gekümmert. Du hast das nördliche Versteck von Banditen befreit. Hier ist deine hochverdiente Belohnung. Juhu! Über die Besatzung? Erzähl mir mehr über deinen Beruf. Was? Wer versteht schon, was den Dogen heutzutage umtreibt? Die Söldner blockieren alle Schiffe, die Venedig anlaufen wollen. Das wird zu einer Hungersnot führen. Oh, oh. Ich glaube nicht, dass sie so die Bevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen können. Und die Wachposten, die sie in den Gassen errichtet haben, damit machen sie denjenigen, den sie suchen, sicher auch nicht ausfindig. Nee, vor allem nicht, wenn sie nicht richtig wissen, wen sie suchen. Gut gemacht. Hier ist deine hochverdiente Belohnung. Ich habe den Auftrag zwar nie angenommen, aber hast du noch weitere Aufträge? Hast du Aufgaben für mich? Naja, derzeit kann ich natürlich keine offiziellen Aufträge erteilen. Oh. Aber die Banditen in diesem Bezirk sind eine regelrechte Pest. Ich könnte dir für deine Hilfe ein paar Dukaten bieten. Und deinem Ruf wird das auch nicht schaden. Okay. Ja, aber das Banditenproblem, ja, was ist denn los? Erzähl mir mehr über die Sache mit den Banditen. Wenn du tapfer genug bist, kannst du den Kerlen bis zu ihrem Versteck folgen. Wenn der Tag anbricht und sie sich wieder dort verkriechen. Weiß noch etwas? Ich komme später wieder. Jupp. Die sind mit einer blonden Dame. Also, sind die so selten? Also, meine, okay, gut, das sind ja die Italiener. Die haben ja eher so dunkle, also die sind ja schon ein bisschen, haben schon einen leichten Farbton, da sind die Haare dann noch dunkler, aber... Na gut, blond sein ist ja eher so eine nordländische Sache. Weil die sind ja auch blasser, also... Gut, ich hab braune Haare und bin trotzdem blass. Wo laufe ich jetzt eigentlich hin? Ich wollte doch runter, und aber hier ist noch eine Tür, die ich klappen kann. Na, trotzdem, blond kann ich eigentlich nicht so selten sein, dass man es extra hervorhebt. Heute mal ohne Ansage. Und ich krieg sie trotzdem auf. Yay! Aber es war auch nur eine Vierfachkombination. Die kriege ich gerade so noch auf. Aber viel mehr auch nicht. Zimmer. Nette Menschen sind hier immer willkommen. Ja, besonders die einbrechen, stimmt's? Moment, ist das nicht die Hütte, wo ich vorhin schon drin war? Nur, dass es jetzt halt Nacht ist und deswegen... Sehr gut. Reinkommen, wir rausgekommen.